Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Deich. Wir spielen die Map Butchern und ihr seht es, wir sind am Ende des Jahres angekommen im Dezember. So viel gibt es nicht mehr zu tun, außer jetzt ein kleines bisschen Cash aufs Konto zu bringen, denn mit 7000 Euro werden wir keine großen Sprünge machen können und deswegen will ich jetzt ein bisschen Silage verkaufen gehen, denn wir haben uns ja ein bisschen Silage ja schon gebastelt. So, wir springen in den Glas. Schmeißen den Motor an und jetzt überlege ich gerade, das lassen wir natürlich nicht. Wir werden hier einmal rumfahren und bringen den Futtermischer erstmal hier in eine Parkposition. Dann werden wir den Frontlader weggeben bzw. abhängen und anschließend so, hier lassen wir den erstmal zack, 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 zack hängen. Dann werden wir den Frontlader mal ein bisschen zur Seite räumen und den Ladewagen holen und dann mit dem Ladewagen tigern wir mal los und bringen mal ein bisschen Silage weg, in der Hoffnung, dass wir auch was dafür bekommen. Okay, hier in der Halle haben wir jede Menge Platz, also können wir das hier auch einfach mal so hinstellen. Bingo. Sehr schön. Und es ist ja noch früh am Tag, 9.28 Uhr. Ihr seht es aber, im Dezember steht die Sonne natürlich nicht allzu hoch. Es ist ein bisschen so dunkel, ne? Hätte ich beinahe mal gesagt. So, wir schnappen uns den Ladewagen. Und in der Zwischenzeit, wir gucken mal. So, wir schauen mal ganz kurz. Stopp, dazu muss ich das erstmal hier wieder einschalten. 80%, okay. 80%. Jo, so, wo kriegen wir denn was für unser Material? Silage. Ja, sonst haben wir ja nicht allzu viel, aber wir haben 112 und da bringt ein bisschen was. Zum Großhandel natürlich, okay, aber flux. Denn der Großhandel, da fallen die Preise. So, wir müssen das Ganze mit dem Ladewagen machen, weil der Ladewagen einfach hier am meisten Volumen bzw. Erfassungsvermögen hat. Sehr schön. Da passen wie viel rein? 23.000. Ja, das wird so 4.000 Euro bringen oder irgend sowas, ne? Aber immerhin besser als nichts. So, hier einmal rundherum, kallemäßig. Denn das haben wir jetzt auch festgestellt auf der Alteiche, die wir jetzt im Livestream zocken, dass das doch alles immer sehr schön oder es hat so einen Wiedererkennungseffekt, ne, wenn man eine Map vom Kalle spielt. Und dazu gehört so ein bisschen immer, dass man irgendwie um alles herumfahren kann, was natürlich für uns Consoleros nicht verkehrt ist. Und vor allen Dingen halt auch, wenn man mit Drehschemel unterwegs sein will. So, da drüben haben wir unser Grasfeld. Das haben wir soweit ready gemacht und zwar gekalkt und gedüngt. Denn wir haben uns einen kleinen Spezialstreuer ja gekauft und damit können wir sowohl Mist aufs Feld bringen, als auch Dünger und Kalk. Also das ist so ein kleines Universalgenie, aber optimal hier für die Map und vor allen Dingen, wenn man als neuer Farmer startet. Quatsch, wir starten ja nicht mal als neuer Farmer, sondern wir starten, als neuer Farmer starten wir an der Alteiche. Hier haben wir ja bei Null begonnen, haben uns den Hof erst gekauft und die Gerätschaften und haben einen ziemlichen Kredit noch, glaube ich, auf dem Konto. Beziehungsweise sind im Minus mit, glaube ich, 290.000. Also das heißt, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir hier Kredit zurückzahlen, denn das kostet uns ja auch jeden Monat ein bisschen Geld. So, hier links geht's rein. Hier sind wir dann beim Großhandel. Und hier werden wir jetzt erstmal unser Material abkippen. Mal schauen, wie viel es dafür gibt. So. Ja, schön, dass da oben der Zähler ein bisschen nach vorne geht. Und wenn ich richtig weiß, haben wir ja auch ein bisschen Umweltbonus, oder nicht? Ganz am Anfang waren wir sogar im Minus. Ja, tatsächlich, wir kriegen sogar ein bisschen Umweltbonus. Was haben wir denn für einen Umweltbonus? Nochmal mal kurz geschaut. Ja, 8%, hervorragend. Da haben wir ein bisschen gut gearbeitet. Sehr schön, weil da waren wir nämlich am Anfang waren wir im Minusbereich. Da haben wir sogar Strafzinsen bezahlt.
So, du Lehne, dann fahren wir nochmal hintere und holen nochmal eine Portion. Und dann müssen wir uns mal überlegen, brauchen wir irgendwas dringend oder werden wir einfach ein bisschen Zinsen zurückzahlen? Ich überlege die ganze Zeit, Stroh brauchen wir auf jeden Fall. Ja, Milch können wir dann auch noch bald verkaufen. Wir haben ein kleines bisschen Milch. Eier, das wäre dann auch angesagt. Im Januar ist, glaube ich, da immer der beste Betrag oder der beste Preis. So, Aufträge haben wir ja so, wie ich weiß, alles soweit abgearbeitet. Gruppeaufträge und Ernteaufträge und Düngeaufträge. Also da steht auch nichts mehr an. Also es gibt kaum noch Einnahmequellen. Wir müssen jetzt das bisschen, was wir haben, zu Geld machen, versilbern. Und dann schauen wir, dass wir gut übers Jahr kommen. Und im März geht es dann wieder richtig los. Dann werden wir mit Sicherheit März, April... Ja, ich denke im April oder werden wir den ersten Schnitt wieder machen können. Sudele. Noch ein bisschen und 89, 23. Also auf jeden Fall können wir da noch drei Touren machen. Jetzt will ich gerade mal kurz schauen. Haben wir, die Tiere sind soweit versorgt, wenn ich richtig weiß. Das sind unsere, stimmt, da habe ich noch zwei Kühe gekauft für diesen komischen Gedönsen, für diesen Tunnelstall, gewölbter Kuhstall heißt das Ding. Da habe ich dann nochmal zwei Tierchen gekauft, damit wir fünf haben. Denn wenn wir uns einen Anhänger mieten, um die Tiere dann bei uns in den Haupthof zu bringen, dann sind es genau fünf. Und da haben wir gedacht, dann passt das so. Und solange wir Material haben, hier noch Nahrung, sollen die auf jeden Fall das verbrauchen. So, bei den Hühnern sieht es soweit auch ganz gut aus. Die sind versorgt und die sind ebenfalls versorgt. Stroh ist auch drin. Also ich denke, da müssen wir jetzt nichts kaufen. Die Tiere sind soweit versorgt. Und ich bin mal gespannt, wann hier der erste Schnee fällt. Ja, in Norddeutschland am Deich. Auf der Map. Butchern vom Kalle. So, jetzt nochmal zum Großhandel. Und nochmal knapp 5000 gemacht. Ja, Stroh müssen wir halt jetzt erstmal auf längere Sicht mit Sicherheit einkaufen. Denn jetzt selbst hier Getreide ansehen und zu ernten und so weiter, ich glaube, das macht wenig Sinn. Denn für die paar Ballen und dann eben Drescher und so. Also im Moment sind wir noch nicht so weit. Wir werden versuchen natürlich hier in diesem Projekt vor allen Dingen unseren Milchviehbetrieb auszubauen, um dann wirklich auch auskömmlich mit Milch hoffentlich in die Zukunft starten zu können und unsere Gerätschaften und unsere fixen Kosten natürlich zu decken. Und da müssen wir mal schauen, wie weit wir hier expandieren können. Und deswegen denke ich auch eher, werden wir uns noch ein weiteres Grasfeld über kurz oder lang besorgen. Denn natürlich wisst ihr, dass die Einnahmequelle Silage geht immer. Die geht immer und solange wir ja zwei Bunker haben, aber auch da bin ich dann am Überlegen, ob wir irgendwann unseren Fermentersilo besorgen, denn dann tun wir uns auch ein bisschen leichter mit der Arbeit, denn Durchfahrsilo ist zwar soweit okay, aber ihr habt es ja gesehen, wir mussten uns ein Förderband kaufen, besorgen, damit wir natürlich irgendwie auch das, die Silage dann auch aus dem Bunker rausbekommen, weil sonst schaufen wir uns ja doch ein bisschen im Moment mit diesem Frontlader ja dann doch einen Wolf, hätte ich beinahe gesagt. Okay, also so um die 4,7, 4,8 knapp bringt es. Dann machen wir nochmal eine Fuhre. Dann sind wir bei 16.000, dann kommen wir auf jeden Fall über 20.000. Dann hätte ich gesagt nochmal 10.000 hier Kredit abzahlen, damit wir auf jeden Fall hier ein bisschen an den Zinsen sparen. Und sollten wir dann nochmal in die Investition gehen, dann können wir ja natürlich auf jeden Fall nochmal auf die Bank und uns ein bisschen unser Kreditlimit erweitern. Gar keine Frage. Aber wir müssen ja nicht unnötig über die Wintermonate Zinsen bezahlen. Denn das Geld wirft hier auf dem Konto keine Zinsen ab. Guthabenzinsen gibt es keine. So, und natürlich liebäugle ich hier mit diesem
mit dieser Weide und den Tieren. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir unseren Stall voll kriegen, denn wir müssen ja nicht nur eine zusätzliche Weide mit Arbeit machen, nur damit dann auch dort 10 Tiere rumspringen, sondern wir müssen natürlich schauen, dass wir erstmal unseren Stall schön, schön voll kriegen, sodass der ordentlich auch was abwirft. So, Dele, und da sind wir schon wieder. Ja, da muss ich wieder schauen, dass ich natürlich das Material hier das, was ja jetzt im Durchfahrsilo ist, das können wir natürlich dann direkt überladen und verkaufen. Hier das Material habe ich ja erstmal umgeladen hier in unser Multifruchtsilo, damit wir natürlich es jetzt einfacher haben, es zu beladen und wegzubringen. Ich meine, natürlich wäre eine Option auch zu sagen, dass wir hier dieses Feld so ein bisschen vielleicht halb mit Getreide. Aber wie gesagt, wir brauchen hier einen Drescher. Und ob sich das wirklich lohnt, einen Drescher nur für die Ernte zu mieten, das könnten wir natürlich gleich mal checken, was uns der kleinste Drescher kosten würde. Aber was wir natürlich auch noch nicht haben, ist ja auch eine Saatmaschine. Beziehungsweise eine, genau. Und das müssten wir uns dann auch erst noch besorgen. Da wird man natürlich auch immer in die Aussaat gehen können. Im Moment, ja, mit einem Grasfeld ist es halt einfach, ne? Das hat man einmal ausgesät und dann kann man zweimal im Jahr einen Schnitt machen. Und mit dem Grasfeld kommen wir ja auf fast 200.000. Und wenn wir das natürlich verkaufen können bei 200, kommt ja ein bisschen was rum, ne? Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir spielen ja bei 0 und das heißt, auch die Verkaufspreise sind deutlich niedriger. Wir haben natürlich dann auch nicht so viel Umsatz, nicht so viel Ertrag, Profit, dass wir hier große Sprünge machen können. Aber das haben wir ja auch bewusst gewählt, sodass wir ein bisschen auch einen Unterschied zu unseren anderen Projekten haben. Wie zum Beispiel die Neumini-Brunnen, wo es ja richtig gut läuft. Da sind wir ja ganz dick im Geschäft. Da gehört uns bald das ganze Tal, hätte ich gesagt. Und wir eine Produktion nach der nächsten kaufen. Da geht es demnächst auch in die Ölproduktion. Wir haben nämlich 2 Sonnenblumenfelder dort bald zu ernten. Und da werden wir dann die Ölmühle kaufen und in die Ölproduktion noch zusätzlich einsteigen. Dann haben wir ja noch unsere wunderschöne Galgenberg. Da geht es ja jetzt auch weiter. Da wird ja zukünftig nicht mehr gestreamt. Nein, aber wir werden weiterhin natürlich Videos machen. Das Projekt ist noch nicht erledigt. Und dann haben wir natürlich unser Live-Projekt mit der Alteiche, mit der ganz neuen Map hier vom Kalle. So, jetzt wollte ich eigentlich ganz kurz reinschauen und zwar schauen wir erstmal, gibt es hier was im Gebrauchten? Nein, oh, da ist er wieder, der Massey Ferguson. Ja, den haben wir uns an der Alteiche, glaube ich, gegönnt. Was würde uns der günstigste Drescher denn wirklich kosten hier, der Nova? Was würde uns der kosten in der Miete? 3.825. Und dann brauchen wir aber noch das Schneidwerk. Das würde dann nochmal, ja, dann sind wir bei 5.000. Roundabout 5.000. Ja, müssten das Ganze ansehen. Und ich überlege jetzt gerade, wie viel Ballen würden wir denn da rauskriegen? Und im Moment kostet er uns ja einen Ballen, einen Strohballen mit 9 Kubik 1.200. Also das heißt, für 5.000 kriegen wir 4 Ballen und im Prinzip kommen wir ja im Moment ganz gut durch. Und dann haben wir es noch nicht angesät und hatten noch nicht die Arbeit, ja. Also wie gesagt, da müssen wir uns echt Gedanken machen, ob sich das für uns lohnt. Das Problem ist halt wirklich, dass wir durch Aufträge, ja, da fällt halt leider wenig ab. Da fällt halt wenig ab, beziehungsweise da können wir uns, glaube ich, kein Stroh irgendwie abgreifen. Falls wir irgendwo ein Getreide oder Gerste oder einen Ernteauftrag haben mit Stroh, das funktioniert leider so nicht. Wir können nur ein bisschen noch mehr Geld machen und uns dann halt Ballen kaufen. Ja, schauen wir mal. Also ich denke, das wird ein bisschen dauern, bis wir hier selbst in die Aussaat gehen und dann hier selbst Getreide auch ernten, um Stroh zu haben. Also wir werden hier auf längere Sicht mit Sicherheit Stroh einkaufen. Aber Heu und Silage ist ja kein Problem und Silage haben wir im Überfluss und Silage, damit können wir natürlich mit den Erträgen auch auf jeden Fall dann genügend Stroh einkaufen. Und der Mist, der ja dann abfällt, da müssen wir dann keinen Dünger kaufen, da können wir dann natürlich auch damit düngen.
Denn für die Grasfelder brauchen wir ja nicht so viel Dünger. Okay, noch eine Fuhre und dann haben wir wie viel noch im Silo? Ja, genau, dann haben wir noch knapp 20.000 im Silo. Und wir können jetzt schon mal wieder ein bisschen schauen hier. Ja, 290.000, da denke ich doch, werden wir einfach mal ein bisschen zurückzahlen. Und mit der Fuhre machen wir noch mal ein bisschen Cash aufs Konto. Und dann können wir eigentlich auch schon wieder in den nächsten Monat pilgern. Und die Silage, die jetzt im Bunker ist, die zu Geld machen. Aber ich denke, das mache ich dann offline, in Anführungszeichen. Wir werden uns dann erst wieder sehen. Nicht, wenn wir aussähen. Wir werden uns dann vermutlich erst dann wieder hier auf der Butchern sehen. Im neuen Jahr, wenn wir wieder in den nächsten Schnitt gehen. Oder wenn sich sonst irgendwas Interessantes tut, mit Sicherheit. Auf der anderen Seite bedanke ich mich recht herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit. Das soll es wieder gewesen sein für die Folge hier von der Butchern. Ich bedanke mich. Und wir, wie gesagt, wir sehen uns dann mit Sicherheit in der nächsten Folge im neuen Jahr, wenn es dann auch wieder ein bisschen heller ist um die Uhrzeit. Ich sage recht schönen Dank und tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.